Nächster Redner ist der FPÖ-Wohnsprecher Philipp Schrangl. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Bundesminister, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, liebe Mieterinnen und Mieter. Dass dieses Gesetz überhaupt notwendig geworden ist, ist ein weiterer Beleg für das Scheitern dieser Bundesregierung. Sie regiert nur noch mit Notverordnungen, statt die Ursachen dieser explodierenden Wohnkosten zu bekämpfen. Und angesichts der heutigen Wortmeldungen und der Dramatik der Lage am Wohnungsmarkt muss der SPÖ doch der Sachverstand und Realitätssinn abgesprochen werden. Besonders in den Ballungsräumen sind die Wohnkosten über dem sozialverträglichen Niveau gestiegen. Und in der Bundeshauptstadt Wien, die unstrittig eine sozialdemokratische Handschrift trägt, sind die Wohnkosten überhaupt außer Kontrolle. Seit 2004 stiegen laut Statistik Austria die Wohnkosten im Durchschnitt in Wien um mehr als 40%, meine sehr verehrten Damen und Herren, mehr als 40%. Und der Wiener Wohnungsmarktbericht, herausgegeben von BUWOG und EHL Immobilien, also da kann man jetzt nicht sagen, dass die sich nicht auskennen würden, spricht davon, dass in Wien alleine im Jahr 2015 die unvorstellbare Anzahl von über 11.000 Wohnungen zu wenig errichtet worden sind. 11.000 Wohnungen zu wenig errichtet, die wir gebraucht hätten. Dass dieses Gesetz, das hier heute beschlossen werden soll, der österreichischen Bevölkerung einmal mehr Sand in die Augen streut und die Sicht auf die wahren Probleme vernebeln soll. Und, meine lieben Mieterinnen und Mieter, eins sollte Ihnen leider bewusst sein, und zwar das, dass die Steigerung beim nächsten Mal nur umso höher ausfallen wird. Denn um die Leistbarkeit dauerhaft zu gewährleisten, brauchen wir strukturelle Maßnahmen statt temporärer Notverordnungen. Und bundespolitisch wird das von der Regierung hochgelobte Wohnbaupaket zum Flüchtlingspaket. Zehntausende Flüchtlinge erhalten in den nächsten Monaten Zugang zu Sozialwohnungen. Was das für das Wohnungsangebot bedeutet, können Sie sich selbst ausmalen. Die Antwort auf folgende Frage bleibt uns die Regierung nämlich immer noch schuldig. Meine liebe Bundesregierung, was sagen Sie den Österreichern, die seit Jahren auf genau so eine Sozialwohnung warten? Besonders in den Ballungsräumen seien die Wohnkosten über ein sozialverträgliches Niveau gestiegen, sagt Philipp Schrangl. Er ist der Wohnsprecher der FPÖ.